Können Sie uns die Rolle der dunklen Materie, wo sie sich eigentlich befindet, etwas näher bringen und auch welche Rolle sie spielt in diesem Widerstreit zwischen Gravitation und Expansion? Wir sehen also auf verschiedenen Skalen, dass die Dynamik, also was mit Objekten passiert unter der Gravitationswirkung, dass die nicht voll erklärt werden kann durch das, was wir tatsächlich sehen. Nehmen wir das Beispiel von den größten Objekten wiederum, von den Galaxienhaufen. Da hat Fritz Zwicky, einer der einfallsreichsten Astronomen, die wir kennen, der hat schon in den 30er Jahren festgestellt, dass sie in den Galaxienhaufen die Galaxien, die sich dort befinden, mit zu großen Geschwindigkeiten durcheinander bewegen. Und wenn ich die Galaxien an diesem Ort zusammenhalten will, wenn die Galaxienhaufen Bestand haben sollen, dann brauche ich eine große Gravitationskraft, um diese Galaxien am Ort zu halten. Genau gesagt, die fliegen mit einer unvorstellbar hohen Geschwindigkeit von etwa 1000 Kilometer pro Sekunde in so einem großen Galaxienhaufen umher. Und ich brauche eine sehr, sehr große Masse, damit ich die immer wieder zurückholen kann, damit sie in diesem Galaxienhaufen bleiben. Und von dieser Masse sehen wir nur ein paar Prozent in den Galaxien und nur etwas mehr als 10% in dem heißen Gas. Die meiste Materie sehen wir nicht und wir brauchen also eine zusätzliche Quelle für Gravitationskraft. Und damals hatte das Zwicky Missing Mass genannt, heute nennen wir es dunkle Materie, weil wir sie eben nicht sehen. Aber wir brauchen diese dunkle Materie, um diese Objekte zusammenzuhalten. Jetzt haben Sie mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass die Astrophysiker, die Kosmologen sich inzwischen auch mit Neutrinos beschäftigen, als einer Größe im kosmischen Szenario, die möglicherweise Bedeutung haben könnte. Das würde mich jetzt doch auch noch interessieren, einige Infos dazu von Ihnen nochmal zu hören. Ja, also zunächst, Neutrinos sind Elementarteilchen, die wir ja inzwischen gut kennen. Und wir wissen, dass im frühen Universum muss es ein Plasma aus verschiedenen Elementarteilchen gegeben haben, was wir nennen, das war ein thermisches Gleichgewicht. Und dort kommen die verschiedenen Formen von Elementarteilchen immer in ähnlicher Weise vor. Aus dieser Zeit sind die meisten Teilchen, die wir heute im Universum finden, einmal die Photonen, und zwar die Photonen von dem Mikrowellenhintergrund, den zum Beispiel der Planck-Satellit beobachtet hat. Und genauso viele Neutrinos muss es von diesem Urplasma übrig geblieben sein. Und das sind unwahrscheinlich viele Teilchen. Jetzt ist die Frage, haben die bisher, also lange Zeit galten die Neutrinos als masselos. Dann tragen sie eben nichts zur Masse des Universums bei. Wenn sie aber Masse besitzen, können sie tatsächlich einen Teil dieser dunklen Materie ausmachen. Und im Augenblick schränken sich von den Beobachtungen einmal der Teilchenphysiker und der Astronomen, schränkt sich der Massenbereich von den Neutrinos so ein, dass sie vielleicht einige Prozent der dunklen Materie ausmachen können. Aber wir haben inzwischen so große, genaue Beobachtungen, so präzise Beobachtungen der großräumigen Struktur, dass wir berücksichtigen müssen, was machen die Neutrinos in dieser großräumigen Struktur, auch wenn sie nur ein paar Prozent der Masse ausmachen. Und wir sind da auf einer heißen Spur im Augenblick durch Beobachtungen, verschiedene Beobachtungen der großräumigen Struktur im Universum. Wie ist das? Wir haben gerade in der Reportage ja auch schon gesehen, dass man in dem CLUES-Projekt Modelle gerechnet hat, wo man die kalte, dunkle Materie durch eine warme ersetzt hat und da einige Phänomene durchaus gut erklärbar gewesen wären. Also gesetzt den Fall, es gäbe so etwas wie warme Materie, möglicherweise sogar beides, also kalte und warme Materie. Welche Auswirkungen hätte so eine Annahme denn auf die möglicherweise auch Anfangsbedingungen? Oder sind das Veränderungen, die davon nicht beeinflusst würden? Das sind Veränderungen, die kommen in der Entwicklung des Universums dann zustande und stecken nicht in den Anfangsbedingungen und haben weniger was mit der Inflation zu tun, sondern ich habe das gleiche Modell, was mir eine anfängliche Dichtefluktuationen schafft. Ich meine, es haben sich in unserer sichtbaren Welt, die ja nur ein kleiner Ausschnitt des Kosmos ist, wahnsinnig viele Teilchen entwickelt. Es ist für mich eigentlich nicht einsichtig, warum auf der dunklen Seite es dann da nur eins geben soll. Könnte das aber tatsächlich sein? Es kann natürlich viele geben. Die Frage ist, was ist dominant und wie dominant? Und die einfachste Vorstellung ist natürlich, bevor man viele Dinge
in die Spekulation mit einbeziehen, zunächst mal was Einheitliches zu betrachten und sagen, das dominiert die ganze Geschichte und wir können uns dann auf die Eigenschaften von diesem einen Teilchen zunächst mal verlassen. Meine letzte Frage geht nochmal in die Richtung einer mehr persönlicheren Einschätzung von Ihnen. Wir haben über die letzten 20 Jahre gesprochen. Wenn Sie jetzt wagen, den Blick nach vorne, die nächsten 20 Jahre, wo glauben Sie, werden die nächsten Erkenntnisse liegen, die nächsten wichtigen Erkenntnisse? Welche erwarten Sie, welche stehen Ihrer Meinung nach schon vor der Tür im kosmologischen Bereich, wo wir heute noch Unklarheit haben? Also wie sehen Sie die weitere wissenschaftliche Entwicklung der Kosmologie? Ja, also wir haben inzwischen ein schönes qualitatives Bild des Universums und die Messungen werden immer präziser, wir können immer genauere Zahlen vergleichen von Modell und von den Beobachtungen. Und eine Entwicklung wird dahin gehen, dass also diese Messungen wirklich sehr präzise werden und das wird uns erlauben, dann verschiedene Vorschläge und Vorstellungen von kosmologischen Modellen zu unterscheiden, weil wir immer nachschauen können, sind die Strukturen, die vorgeschlagen werden in einem bestimmten Modell und wie sehen sie tatsächlich aus. Hier wird man so präzise sein, dass man zwischen verschiedenen physikalischen Modellen, die das Universum erzeugen, tatsächlich unterscheiden kann. Eine Frage, die im Moment sehr, sehr brennend ist und die interessant ist, was ich als die größte Spekulation im kosmologischen Modell betrachte, ist das inflationäre Universum. Das hat sehr, sehr viele Schönheiten und bringt uns also in die Lage, uns die Anfangsbedingungen des Universums vorzustellen. Aber es ist eine rein hypothetische Sache, weil es keine Physik gibt, die zwingend vorschreibt, dass es so eine Epoche tatsächlich gegeben haben muss. Wann hat die gelegen, wenn Sie das noch kurz erläutern? Ja, in den ersten winzigen Bruchteilen einer Sekunde des Anfangs des Universums. Also das ist der erste Urknall sozusagen, überhaupt bevor es dann in das Plasma übergeht. Also im Prinzip, die Inflation entsteht dadurch, dass es so etwas Ähnliches gibt wie die dunkle Energie heute. Ja. Ein Medium, was das Universum sehr, sehr schnell auseinandertreibt, in inflationären Weise auseinandertreibt, fast wie eine Explosion. Und damit komme ich auch aus der Inflation, komme ich auch mit diesem expandierenden Universum raus. Also das setzt auch den Anfangspunkt und macht unser Universum explodierend. Am Ende der inflationären Phase müssen wir mit der Materie im Universum rauskommen, die wir heute vorfinden. Das wird am Ende der inflationären Phase aus der Energie, die vorhanden ist, erzeugt. Wie, wissen wir nicht, aber es sollte dort erzeugt werden, denn wir sehen es heute. Genau, die inflationäre Phase ist das, wo Sie sagen, da sehen Sie noch gewisse Nachweisschwierigkeiten im Moment, aber in dem Moment, wo das Plasma dann mal da ist, wo das Quarkluon-Plasma da ist, ab da sind wir dann etwas auf gesicherten Terrain. Dann kann man es mit einigermaßen bekannter Physik weiterrechnen. Jetzt ist die Frage, welche Hinweise haben wir, dass eine solche Inflation stattgefunden hat? Die Statistik der Fluktuationen stimmt sehr gut. Die weitere Voraussage der Inflation ist, dass das Universum im Prinzip eine kritische Dichte hat, das ist erfüllt. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Voraussage, dass damals Gravitationswellen entstanden sind, die man heute vielleicht nachweisen kann. Und der Nachweis dieser Gravitationswellen im frühen Universum, der würde stecken in einer Polarisation des Mikrowellenhintergrundes. Es gab ja eine große Aufregung im vergangenen Jahr, das war dann aber nichts. Von dem BICEP-2-Experiment glaubte, diese Sachen gesehen zu haben. Allerdings haben sie das bei einer relativ hohen Amplitude gesehen und das hat sich inzwischen zerschlagen, weil man nachweisen kann, dass diese Polarisation von Staub kommt. Es ist sehr schwer, das nachzuweisen, aber im Augenblick gibt es einige Experimente, die weitermachen, um also immer empfindlicher zu werden, um dies nachzuweisen. Und es gibt auch Vorstellungen für Nachfolge, Raumfahrtmissionen für Planck in den USA, in Japan und bei uns in Europa. Und man wird wahrscheinlich der Sache auf den Grund gehen können und wird diese Messung wesentlich präziser durchführen können. Und dann wird man sehen, also wenn man die
Gravitationswellen nachweisen könnte, dann hätte man einen wichtigen Mosaikstein gefunden, um zu sagen zu können, es ist nicht unplausibel, dass so eine Inflation stattgefunden hat. Das wäre eine schöne, sehr, sehr schöne Bestätigung für die Theorie. Beweisen kann man das natürlich.